Einen wunderschönen guten Morgen. Ich wünsche dir, dass du einen schönen Tag hast. In diesem Video möchte ich dir gerne etwas über Pubertät erzählen. Hast du gerade einen jungen Hund? Dann bleib bitte dran, denn ich erzähle, was mit deinem Hund wirklich passiert und warum er manchmal einfach alles vergisst oder du das Gefühl hast, dass er nicht mehr weiß, was du ihm beigebracht hast und was in deinem Hund tatsächlich innerlich alles passiert. Fangen wir an mit der Definition, was ist Pubertät? Bei Hunden ist das nicht so wie bei uns Menschen, die Pubertät geht die ganze Zeit, sondern bei Hunden wird es in zwei Teile aufgeteilt. Am Anfang ist die Pubertät. Die Pubertät ist bei den Hunden wirklich nur der Teil, in dem die Geschlechtsreife erlangt wird. Ist die Geschlechtsreife erlangt, wechselt der Hund in die Adoleszenz. Das ist der nachfolgende Teil, bis der Hund ein erwachsener Hund ist. Die Abschnitte sind natürlich überlaufend. Es ist nicht so, dass ich ja sagen kann, ab heute ist mein Hund in der Adoleszenz und ab morgen oder ab morgen ist er erwachsen. Nein, es ist ein durchlaufender Prozess, der nicht konkret abgegrenzt wird. Aber in der Adoleszenzzeit passieren ganz, ganz, ganz viele Dinge in dem Körper deines Hundes. Fangen wir mit den Hormonen an. In der Pubertät schon fangen an, die Geschlechtshormone anzusteigen. Mit der Adoleszenz fängt an, der Stresshormonpegel auch extrem anzusteigen. Das ist eins der Gründe, warum Hunde plötzlich anfangen, sehr sensibel zu sein. Und warum sie plötzlich nicht mehr allein sein können zum Beispiel. Dieser Stresshormon ist viel öfter verantwortlich für Fehlverhalten, als wir annehmen. Ganz häufig ist es so, dass man hört, ja, das sind eben die Östrogene oder das Testosteron. Häufig ist das gar nicht der Fall, sondern häufig ist eher der Stresspegel für das Verhalten des Hundes verantwortlich. Und wenn das so ist, hilft es, den Hund auf die Situation zu nehmen, den Stresspegel zu senken. Und meistens hat man dann auch eine Verbesserung des Verhaltens. Zu dem Stresspegel und zu den Hormonen passiert aber im Gehirn des Hundes unheimlich viel. Als ich das erfahren habe, bin ich aus allen Wolken gefallen. Dieses typische, oh, mein Hund hat aber vergessen, was ich ihm alles beigebracht hat und von heute auf morgen weiß mein Hund aber nicht mehr, was ich ihm gelehrt habe, hat einen ganz großen Hintergrund. Und zwar wird das Gehirn komplett umstrukturiert. In der Welpenzeit ist es so, dass das Gehirn übermäßig viele Gehirnzellen produziert, um klarzustellen, dass eben auch wirklich die Entwicklung gut voranläuft, dass alles aufgenommen werden kann. Und in der Adoleszenz ist dann der Knackpunkt, an dem aussortiert wird. Alles wurde aufgenommen bis jetzt. Und jetzt wird strukturiert. In der Adoleszenz ist es so, dass das Gehirn zu 70% aller Gehirnzellen einmal löscht. Und der Rest, der wird umstrukturiert und das ist der Teil, der dazu führt, dass der Hund so leichte Verwirrung hat manchmal und so Verunsicherung. Das kann man am besten vorbeugen, indem man seinen Hund einfach täglich immer und immer wieder trainiert. Das Gehirn ist darauf ausgelegt, in der Adoleszenz das zu behalten, was wirklich, wirklich wichtig ist, was lebensnotwendig ist, was sein Überleben sichert. Deswegen ist es wichtig, gerade in dieser pubertären Phase beim Training nicht auf immer Verbesserungen anzuzielen, dass der Hund immer und immer und immer mehr kann und immer verbessert wird. Das kann eher nach hinten losgehen. Es ist sehr, sehr viel sinnvoller, vor allen Dingen das, was lebensnotwendig ist für eure Beziehung, das Grundgehorsamskonzept für euch, dass das immer und immer wieder abgespult wird, dass ihr das jeden Tag wiederholt, dass ihr alles, wo du möchtest, dass dein Hund das auch wirklich sitzt, gerade in der Adoleszenz, immer und immer wieder machst, konsequent, immer beim Spaziergang die Kommandos mit einbaust, die wirklich notwendig ist, Rückruf, Sitz, Platz, Bleib, was auch immer wichtig für dich und die Beziehung deines Hundes ist, bau das in der Adoleszenzzeit jeden Tag wieder mit ein. Somit kannst du verhindern, dass das Gehirn des Hundes das aussortiert. Zudem kommt noch hinzu, dass das Gehirn in der Adoleszenzzeit sehr viel sensibler auf Emotionen reagiert.
Denn gerade Ängste werden in der Adoleszenzzeit extrem viel sensibler wahrgenommen und abgespeichert. Und die meisten Ängste, die gerade in dieser Zeit entstehen, sind sehr, sehr schwierig abzutrainieren im späteren Alter des Lebens. Es ist so, dass ein Hund immer und immer lernt. Also es ist nie so, dass man Verhalten nicht verändern kann. Doch gerade in der Adoleszenzzeit ist es so, dass der Hund besonders intensiv in seinem Gehirn umstrukturiert wird und intensiv emotional reagiert, und das sind einfach so einige der festesten Integrationsschemen, die der Hund hat. Danach ist es sehr, sehr, sehr anstrengend, mit einem Training dagegen anzuwirken. Ich hoffe, dass dieses Video dir weitergeholfen hat. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ansonsten wünsche ich dir einfach einen wunderschönen Tag.